Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Oddworld New Tasty, der Folge 40 sogar mittlerweile schon. Wow, 40 und Zulak 4, das ist sicherlich kein Zufall, oder? Nee, keine Ahnung, ob das ein Zufall ist oder nicht. 40 Folgen, das bedeutet ja, 10 Stunden, ne? Ach Quatsch, nicht 10 Stunden, sondern, keine Ahnung. Doch, 10 Stunden. 4 Folgen sind eine Stunde, 10 Stunden sind wir jetzt schon dran. Meine Jüde. So, ich bin ein Stückchen wieder zurückgegangen, denn ich hatte das Spiel eben kurz neu gestartet und, bin jetzt am Checkpoint wieder gekommen. Aber ich denke, ich glaube, ich laufe jetzt, oh mein Gott, nicht mehr dadurch. Guck mal, was da alles oben auf uns wartet. Ich schaue jetzt lieber erstmal, was hier so abgeht. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Da war ich nämlich gestern, was heißt gestern, vorhin gerade noch mal ein bisschen, bevor ich den Part beendet hatte. Da stand ich ja noch im Rauch, dann bin ich noch ein bisschen weitergelaufen und dann bin ich in diese rote Maschine reingeflogen und bla 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 und hast du nicht gesehen. Und das ist alles nicht schick gewesen. Da kamen doch noch mehr Slicks. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Cooles, was uns vielleicht das Leben erleichtert. So, 1, 2, 3, 4, 5 Mudokon-Gesichter sehe ich hier. Oben, direkt schon bei uns soll einer sein. Was haben wir denn hier hinten? Sieht so aus, als... Hallo? Ah! Ach, hier können wir hoch, wunderbar. Ach, hey, da ist auch der Mudokon. Sehr schön. Gut, dann holen wir erstmal den... Ah, da ist auch noch einer. Den weg. So. Es geht hier. Achso, hier sind auch nochmal welche. Hier ist sonst passiert nichts. Ich will noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch mehr! Ich will mich rächen. Für all diese schlimmen Sachen. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Okay, warte mal. Hier sind zwei, da unten sind zwei. Hier ist auch ein Mudokon. Okay, das heißt... Direkt sagen, Köpfe einziehen, Leute. Köpfe einziehen, Köpfe einziehen, Köpfe einziehen. So. Hä? Ach so, das. Okay, alles klar. Wenn man hier durchgeht, kommen noch welche. Okay, es kommen noch welche. So, der ist down. Köpfe runter und alle down kloppen. So. Hier haben wir immer noch zwei Stück. Bringt das denn hier, das zu öffnen? Nicht wirklich, ne? Na komm, erstmal du kommst mit. So. Dann haben wir erstmal einiges hier getötet. Hier können wir jetzt runterspringen. So, dann holen wir uns die auch nochmal, die Kollegen. Ist mir egal, dass ich erschossen worden bin. Ich wollte jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Mudokons die Köpfe runter machen, ne? Weil ob ich jetzt mich selbst einmal umbringe und einen mitnehme oder halt andersherum, ist ja nicht so schlimm, ne? So. Dann machen wir mal einen kurzen Zwischenspeicherstand. Erstmal könnt ihr alle rein. Das ist schon mal safe. Du wartest hier erstmal. Speichern. So. Hier können wir nicht durch, weil hier die Scheiße ist. Okay, dann müssen wir mal schauen. Ja, hier können wir vielleicht mal was versuchen, ne? Ich müsste ja nur eigentlich ganz kurz hoch, ne? Nur nicht erschossen werden, das ist natürlich klar. Nein, 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 runter, 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 runter. So, hier hin. Speichern. Wie soll man denn da hochkommen? Nein, nein, nein. Boah, Alter, stellt euch mal vor, ich müsste das immer wieder von neu machen. Da würde ich ja einen Anfall bei bekommen. So, hier können wir ja nichts machen. Der schläft wieder. Okay, so.
Ach so, ja klar, geht nicht, weiß ich, ja. So. So. Jetzt habe ich aber auch schon wieder alles gemacht, ne? So, jetzt kommt mal mit, dann geht ihr nämlich auch nochmal hier rein. Hoch, ne, hier rein bitte. So, dann Bomben. Bomben brauche ich sowieso. Dann werde ich mal das Teil hier in die Luft jagen. Okay, komm. So, da hat es ja nur 1000 Jahre gebraucht. Wir holen uns mal neue, nur weil wir es können. Bomben sind immer recht nützlich, muss ich sagen. So, dann kann ich ja hier schon wieder anfangen, Amok zu laufen. What up, Bro? What up, Bro? Down. Ja, komm, dann bringe ich mich auch gleich mal um. Hat ja Spaß gemacht. So, dann haben wir jetzt hier, glaube ich, alle befreit. Ich hole mir noch mal eine neue Bombe. Ach so, die gibt's ja auch noch. Eieieiei. Wie rette ich die denn gleich noch? Wahrscheinlich. Muss ich die hier durchschicken, ne? Ach so, das ist ja gar kein Problem. Ich sage einfach... Follow me, dann gehen wir nämlich hier durch. Können wir ja jetzt machen, genau. So, dann wartet ihr hier. Dann kann ich ja hier wieder locker durchgehen, zack. Eben hochspringen und dann aktiviere ich das Ding eben wieder. Oder deaktiviere ich das wieder, besser gesagt. So. So, dann geht ihr nämlich wieder zurück. Wir kommen, ach so, das ist hier. So. So, ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen, ne? Da ist ja noch eine Tür, ey. Und zugemacht haben wir, glaube ich, noch gar nichts. So. So, so, so. Oh Gott, hier ist schon wieder so ein Hundezwinger. Und wenn ich hier durchgehe, geht wahrscheinlich alles zu. Ich schau mal ganz kurz, was hier abgeht. So. Okay, alles klar. Oben sind jetzt alle Modukons befreit. Der eine Zwischenraum, den machen wir dann nachher fertig und dann... LOL, wenn ich mir die Karte so angucke, mussten wir hier sogar wirklich rein. Also, was hätte uns gar nichts gebracht? War doch, hätte uns vielleicht doch was gebracht, die letzten beiden Türen dann zu öffnen, aber ich glaube, das ist jetzt hier wirklich einfacher. Wenn ihr mir folgen könnt. 11 müssen wir noch retten, 17 gibt es noch. Ja, okay, alles klar. LOL! Okay, alles klar. Ich sollte gleich am besten sofort losrennen und dann mal schauen, ob ich hier irgendwas an Unterschlupf finde. Nope. Da war irgendwie so ein Schalter, da war auch ein Schalter. Ah! LOL! Wo laufen die wieder hin? Kann ich so eine Bombe mal fallen lassen? Warte, wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? So? Okay. Die sind dahun. Ich hoffe nur nicht, dass ich irgendwelche Kollegen hier mit kaputt gemacht habe. Weil ich brauche erstmal wieder eine Bombe, das ist schon mal klar. Der ist da. Ich kann den auch so holen. LOL. Okay, hier haben wir noch einen schlafenden Hund. Alle. Überall diese scheiß Hunde. Ja gut, die springen jetzt auch alle da rein. Ist auch in Ordnung. So, was ich jetzt noch machen müsste ist... Alter, wie viel sind das denn? LOL. Okay. So, dann nochmal fallen lassen hier.
Ah! Hilfe! Oh. Lol. Jetzt muss ich mal nur gucken, wo die sind, ne? Ich werde natürlich auch versuchen zu schleichen und dann werfe ich die jetzt einfach einzeln ab. Und dies? Oder sind die jetzt despawned? Ich glaube, die sind despawned. Oder? Lol, die sind despawned. Okay. Ja, wenn das so ist, dann macht es jetzt die Sache deutlich easier, ne? Gut. Dann den Stromscheiß aus. Den Stromscheiß aus. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Bringt das überhaupt was? Bombe nochmal auf 5 aufrunden. Ne, das hätte nur was gebracht, wenn ich da oben das hätte aktivieren wollen, aber das hat der Slick ja schon für uns getan. Da ist Kamit. So. Denn, dann kommt ihr auch nochmal mit. Und viel Spaß in der Freiheit. So, noch 12 Mitarbeiter. Yay! Ich schaue nochmal kurz rein. Hier sind es nur noch 6 Stück in Zulag. 4. Ja, einmal da oben und einmal da unten. Ja, gut, dann, würde ich sagen, ne, machen wir uns auf den Weg zurück. Und jetzt haben wir Bomben. Das dürfte also eventuell etwas einfacher werden. Wenn ich mich nicht irre. Da liegen noch Bomben, aber das ist mir egal, das brauche ich nicht. Ich habe noch 5. Dafür habe ich gesorgt. Da sollte man immer genügend haben. 287 haben wir auch schon gerettet. Das ist doch eigentlich schon eine wunderbare Zahl. Alter, das schaffen wir tatsächlich alle zu retten. Okay, wir haben ja auch darauf... Ach lol, jetzt öffnet sich das erst. Dann hätten wir das wirklich erst machen müssen. Was soll's. Aber wir haben ja auch ohne Ende darauf hingearbeitet. Wenn ich mir überlege, wie lange das schon gedauert hat, da... Komm schon, explodiere, danke. Wie lange das schon in den ersten Parts gedauert hat? Ich glaube, bis Part 7 oder so, oder bis Part 8 haben wir uns in Zulag 1 aufgehalten, weil ich da einfach gar keine Ahnung hatte und weil ich da auch noch nicht die Schnellspeichersystemgeschichte kannte. Genau. Ja. So. Alter, nein! Da können wir bis hier hinten... Nee, wo können wir uns denn hinstellen, dass wir nicht erschossen werden? So, hier? Ja. So, jetzt werden wir hier erstmal aufräumen. Was passiert hier? Hier passiert gar nichts. Hi, alles klar? Ha! So einfach ist das nämlich. So, jetzt willst du dich auch einfach in die Luft sprengen. Kabumm! Hätten wir uns doch echt mal einiges sparen können. Jetzt haben wir hier auch alles aktiviert. Hier kann auch nichts mehr passieren. Oh, doch. Scheiße, hier könnte noch was passieren. Lol. Okay. So einfach ist es dann doch wieder nicht. Nee, ist aber gar nicht so schlimm, denn dann verschwenden wir auch nicht so viele Bomben. So. Okay, jetzt haben wir die Bomben genauso verschwendet wie vorher. Hier sind wir im Bereich, wo wir nicht erschossen werden. Dann machen wir das nochmal von neu. So. Jetzt etwas konzentrierter, Leute. Etwas konzentrierter, was kann das? Hä? Was hat das gebracht? Was bringt das? Achso, das bringt mich hier noch runter, alles klar. Und das macht... Was macht das denn offen, Alter? Ach so, das macht diesen Stromscheiß auf und außen an. Okay, cool, da können wir uns da auch nochmal Bomben besorgen. Hier passiert nichts. What's up? Haben wir noch ein paar Kollegen? Ne, eigentlich nicht, ne? Ja, dann müssen wir uns hier einfach nur gleich ein bisschen vorsichtig hoch und runter bewegen. Und das war's dann auch.
Ja gut, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir auch für Folge 41 Bescheid, wie es weitergeht. Nämlich diesen Weg hier weiter bestreiten und weitergehen. Und dann, lol. Machen wir nämlich an der Stelle direkt weiter, wo wir quasi in Folge 39 aufgehört haben. Nur, dass wir jetzt einen Raum schon vorher clear haben. Also, seid gespannt auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.